noch eine Frage. Und zwar, können Sie gerne beide beantworten. Nach dem polnischen Regierungswechsel im vergangenen Jahr hat man ja besonders in Deutschland ein deutliches Aufatmen wahrnehmen können. Und was hat sich denn wirklich verbessert in der deutsch-polnischen Beziehung? Der Erwerbung der Lage hängt ein bisschen von dem Standpunkt. In den deutsch-polnischen Beziehungen waren sehr schwere Jahre, ab 1990, sogar ab 1989, einige Jahre. Man hat feste Grundlagen gelegt, besonders unter dem Vertrag von 1999. Beide Seiten verpflichtet. Die Situation der deutschen Minderheit in Polen ist eine ganz andere geworden, als sie gewesen war. Die Situation im Bereich der Zusammenarbeit, im wirtschaftlichen Bereich, kulturellen Bereich, politischen Bereich, im Alltag unter uns zwischen Grenzländern, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen, in polnischen drei entsprechenden Woiwodschaften ist positiv, entwickelt sich erfreulich, sehr erfreulich. Die wirtschaftlichen Kontakte sehr erfreulich. Die Zusammenarbeit der Hochschulen, der Banken, der Eliten sehr erfreulich. Aber es ist gekommen ein Moment in der polnischen deutschen Geschichte, ich möchte das gerne sehen als kleinen Betriebsunfall der Zeitgeschichte, wo gewisse Politiker in Polen auf übertriebene und meiner Meinung nach einseitige Weise reinterpretiert haben oder reinterpretierten gewisse Elemente auch Fehler in den gegenseitigen Handlungen und sie haben die Schuldigen immer nur auf der deutschen Seite gesehen. Nicht auf der beiden Seite. Was oft vorkommt in Beziehungen der Völker und der Länder. Auch der miteinander sehr gut befreundete Völker und Länder. Wir sind doch keine Kinder und wir wissen, die heuchlerisch abgelaufen ist, ob die Beziehung Frankreich-England zum Beispiel. In der neuesten Geschichte, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist nicht, war nicht immer so, alle haben sich umarmt und geküsst. Geküsst geregelt. Aber zusammengearbeitet mit immer ehrlich, anständig, produktiv und ohne Herr und der Arbeit. Wir erinnern uns an die sehr unterschiedlich bewertete Handlungen Frau Roth und Frau Thatcher, die sicher eine große Persönlichkeit gewesen war, aber auch in eigenem Lande und in anderen Ländern Europas viele politisch nicht gekriegt haben. Auch. Also auch bei besten Beziehungen mit eigenen Demokratien passiert denn solche Sachen. Und wir sind am Anfang, unsere Stunde Null hat geschlagen vor 18 Jahren und die deutsch, niederländisch, französisch, britische Stunde Null formell mindestens ab 1949, seit der Gründung des souveränen Staates, der Bundesrepublik Deutschland unter Adenauer. Das ist eine mehr als eine ganze Generation länger, was zwei Generationen länger. Wir müssen nachholen und wir müssen diese Wege suchen. Ich bin in meiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der polnischen Regierung, so wie Frau Gesine Schwan, meine Amtskollegin in Deutschland, zuständig für die Verbesserung der Beziehungen. Meiner Meinung nach haben wir schon in wenigen Monaten, so ungefähr 6, 7, 8 Monaten, sehr viel erreicht. Und wir sind auf dem guten Wege, um noch viel mehr zu erreichen. Ich bin als alter Mensch Befürworter teilweise der diskreten Diplomatie, nicht der lauten Schrei. Also ich bin der Meinung, der laut schreit, hat nicht immer recht. Wer laut schreit, hat auch nicht immer recht. Wer aber im Stillen, organisch,
Schritt nach Schritt versucht, die abzubauen, die negative Erscheinungen, Kontakte zu halten. Ich kann ein Beispiel nennen, liebe Kolleginnen, wir haben mehrere Kontakte aufgebaut mit Grenzländern, mit anderen Ländern, die waren gerade in Nordrhein-Westfalen, in dem größten deutschen Land, bedeuteten wirtschaftlich, politisch, akzeptierte Bürger. Also ich werde weitere Kontakte dann auch stimulieren und das bedeutet, man muss sich näher kennenlernen. Man muss Jugendwelt beleben, das haben wir schon angefangen. Hier haben wir in Polen die Zusammensetzung aller deutsch-polnischen Stiftungen von der unseren Seite still verändert. Man schreibt nicht, man macht. Es sind andere Leute. Es sind nicht die Germanophoben oder deutschen Fresser. Ja? Andere sind einfach andere Leute, die sachlich verhandeln mit deutschen Kollegen. Alle sind zufrieden, also niemand beschwert sich. Und wenn sich niemand beschwert, ist in der Bild-Zeitung nicht zufrieden. Ja. Es ist ja eigentlich nicht vorgesehen, dass aus dem Publikum jetzt noch was gefragt wird, weil die Zeit schon weit weg ist. Aber Sie müssen was loswerden. Also sagen Sie es. Mein Name ist Kraszewski, also in Polen gibt es nicht nur Kremlin, ich bin ein Arzt. Und ich möchte, arbeite hier in Deutschland seit dem Kriegszustand, hier habe ich mein Zuhause gefunden als politischer Asylant. Und man muss natürlich die Geschichte vor den Augen haben, wenn man hier in Deutschland lebt als Polen. Nämlich die Geschichte wiederholt sich, wenn die Geschichte nicht aufgelegt wird und nicht aufgearbeitet wird. In Deutschland gibt es ein Organisationsverbund mit Nazi-Vergangenheit und mit Stasi-Vergangenheit. Das ist Jugendamt. Und die Jugendämter verbieten den polnischen Kindern, Polnisch zu sprechen und Polnisch zu lernen. Das passiert auch nicht nur durch die Jugendämter. Es gibt inzwischen zwei Gerichtsurteile, wo die polnische Sprache verboten wurde. Auch Frau Gesine Schwan meint, Verbot der polnischen Sprache in Deutschland ist legitim. Das ist das erste Mal seit dem Kriegsende, dass eine Politikerin, erfahrene Politikerin, sich geäußert hat, dass man in Deutschland den polnischen Kindern die polnische Sprache verbieten darf. Sie müssen jetzt auch respektieren, müssen Sie auch respektieren. Wir haben gedacht, Sie wollen eine Frage stellen. Sie wollen aber was ganz anderes sagen. Und es gibt auch Respekt vor dem. Ja, ich verstehe das alles, was Sie bewegt, aber wir müssen auch verstehen, dass wir was ganz anderes hier zurzeit machen. Haben Sie noch was an Fragen? Gut. Dann weiß ich, dass die Zeit jetzt abgelaufen ist. Ich bedanke mich beim jüngeren Europa, Frau Pilawa, Frau Leidinger, bedanke mich aber besonders bei Ihnen, Herr Bartoszewski und Herr Wettering, für die zusammengeschrumpfte Diskussion, weil Sie davor so viel beide geredet haben, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr so viel sagen konnte. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit beim Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.